So. Ja, aber das kann vielleicht ein locker flockiges Spiel werden. Ich bin sehr gespannt. Letzte Woche. Und ein Preis. Mit Reichel und Tor Simon Böhne. Stark gespielt. Von ihm Weber auf. Mit Reichel und wir haben das erste Tor. Kann man gleich nochmal nachvollziehen, aber ich sag mal mindestens 2 Meter und wahrscheinlich auch dreistellig im Gewichtsbereich. Schönes Kantholz auf jeden Fall. Ja. Ja, den muss Simon Böhne haben. Hat er auch. Seine Ecke. Der Wurf war gar nicht schlecht von David Buncher. War schön noch gesehen. Ja. Schöner Wurf. Oh, schöner Wurf da. Nimm den Ball, werf ihn richtig auf die Kiste, flach oder hoch, aber nicht so stumpf, halb hoch. So. Stark! Starke Bewegung von Paul Ohl. Ah, Dave Buncher hat heute echt Wurfpech. War eigentlich eine richtige Entscheidung, guter Wurf eigentlich. So, jetzt schön abgelegt. Aber ich finde es in Ordnung, dass David hier trotzdem weiter wirft. Jetzt in der Situation vielleicht nicht optimal, aber er ist der Einzige. Oh. Alles, was flach frei ist, nimmt er weg. Ja. So, den hat er. Buko Wienert. Nee, Kamlott. Oh, pfeift er gar nichts. Oh, das ist ja gut. Das ist auch hart. Was macht er jetzt? Ach, hier ist einer frei. Rüdiger. Jetzt gucken wir auf Michael Roth. Ja, ja. Der ist nicht zufrieden. kann ich aber auch verstehen. Auch. Meiner Meinung nach. So. Görke im Beacher. Gegen Böhne. Der Mann macht gern Dreher auf jeden Fall, habe ich schon festgestellt. Ja. So, jetzt haben wir noch 10 Sekunden. Und wieder Parade von Bukowinas und somit geht der TVG mit einem Torführung in die Halbzeit. Finde ich das Tempo ordentlich hier, was beide Mannschaften spielen. Super gespielt. Ja, sehr stark gespielt. Der wird auch sein Tor noch machen. Ja. Boah, das war natürlich von Kuncher stark verteilt. Jetzt geht es schnell über Rüdiger. Und gut abgeschlossen von Rüdiger. Tim Rüdiger, Führung 13:0. Aber auch schnelle Antwort vom TVG und wieder unentschieden. Hat es deutlich schwerer jetzt. Nein, ach, das sind keine 2 Minuten. Würde ich nicht sagen, oder? Nee. Was macht er jetzt? Gut, wie auch immer, der Ball ist im Tor. Der nochmal 2 Jahre verlängert hat. Ne? Für den BVG. Auch Doppel, habe ich eigentlich gedacht. Oh, starke Aktion. Und Nico Scheibel mit seinem Treffer. Der macht das, der Junge. Okay, Philipp Schwarz macht es. Gut gespielt. Und starke. Das hat er beim letzten Heimspiel schon mal gemacht. Und da ist Kunzer. Das hat er beim letzten Heimspiel schon mal gemacht. Nee, weil er einfach werfen muss. Okay, das war jetzt dann vielleicht doch nicht so, wie es geplant war. Da haben wir wieder Bruno Schauer. Die Bewegung haben wir auch in der ersten Halbzeit schon 2-3 Mal gesehen. Ja, den muss Rüssler halten. Torwartball. Ja, muss er halten. Wieder flach. Buncher einlaufen und gleich wieder zurück. Ja, auch Simon Böhne jetzt kein glückliches Händchen gerade. Auch mit Sicherheit bedingt durch die Waffrage. So, das ist so. Wow. Okay, das ist. Das
war's. Ja, das macht natürlich am Ende den Unterschied. Ja. Der junge Keeper bei uns auf der Seite konnte leider das nicht ganz halten, aber... Tim Rüdiger macht noch einen. Ja, muss man anerkennen, verdienter Sieg am Ende für den TV Oswaldstadt hier. Hinten raus einfach vielleicht ein bisschen abgezockter, vielleicht auch im defensiven Bereich, in der Deckung inklusive Torhüter, einfach stabiler.